Das große Thema war leider Gottes. Will Smith ist ja auf die Bühne gestürmt, nachdem Chris Rock gesagt hat, dass seine Frau quasi in G.I. Jane 2 spielen könnte. Ja, richtig? Ja, wir sehen das auch gerade, ja. Sie kämpft ja mit Haarverlust, also Jada Pinkett Smith steht zu ihrem Haarverlust. Sie hat auch letztes Jahr im Dezember schon ein Foto gepostet, wo sie zeigt, dass sie sich die Haare abrasiert hat, deswegen, weil sie so schockiert war. Und ja, dann da solche Witze zu machen, ist natürlich nicht die feine Art. Und das sehen wir natürlich, wie er da nach oben geht. Das sieht eigentlich fast so aus, ob das so ein Hollywood-Schlag ist, der gar nicht wirklich ins Gesicht geht. Ja, das war auch die Vermutung anfangs, dass das eher eine inszenierte Geschichte ist, wie sich dann aber herausgestellt hat. Also waren ja auch Kollegen dabei. Hören wir mal kurz rein. I'm going to, okay? Ja, also es ging das nicht ganz inszeniert. Nein, die ganze Fehde zwischen den beiden läuft ja auch schon länger. Also 2016 hat Chris Rock auch schon die Oscars moderiert. Da hat er ebenfalls gegen Jada Pinkett Smith geschossen. Er meinte quasi, sie boykottiert die Oscars. Das ist ja so, als würde er nicht mit Rihanna ins Bett steigen, weil da war er auch nicht eingeladen, so auf die Art. Mhm. Und da hat das Ganze begonnen. Es gab dann immer wieder Attacken auch auf Instagram und Co., also auf Social Media. Und jetzt dürfte das eskaliert sein und Will Smith scheint da quasi der Kragen geplatzt zu sein. Mhm, ja, also es ist nicht die feine Art, da jetzt auf die Bühne zu laufen und einen Kollegen zu schlagen. Das hätte man vielleicht eher Backstage klären können. Aber ist passiert und natürlich heute das große Thema. Er hat ja dann auch in seiner Rede angekündigt, dass natürlich genau auch das ist. Die Rolle als King Richard, als Richard Williams, war es ja auch, seine Familie zu beschützen. Und das ist natürlich auch das, was er halt gestern dann auch da getan hat. Ja, also die Familie beschützen ist die eine Sache. Ich denke aber, dass die Fans doch schockiert sind darüber, wie er es getan hat. Man könnte ihn auch hinter der Bühne, wie gesagt, zur Rede stellen. Man muss ja nicht vor einem Millionenpublikum da jetzt eine Watschen austeilen. Und sich dann hinzustellen und quasi auf Familienbeschützer zu tun und über Liebe, Nächstenliebe zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Und wie könnte es anders sein? Das ist natürlich auch immer beim Opernball ein Riesenthema, aber auch bei den Oscars. Was haben denn die Damen angehabt? Und bevor wir da, bevor wir uns das anschauen, was waren denn deine Highlights gestern? Also mich hat absolut weggehaut die Lily James in ihrem Versace-Kleid. Also das war wirklich wunderschön in diesem zarten Rosaton mit Spitze und einfach perfekt auch mit Beinschlitz und hat ihr super gepasst. Auch Nicole Kidman hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber die kann man, ich glaube, da kann man gar nichts falsch machen. Sie ist ja quasi wie eine Elfe und sieht immer ein bisschen magisch aus. Sonst würde ich sagen, auch Zendaya, auch wenn es nicht ganz robenmäßig war, es war eher so ein Zweiteiler, aber fand ich spannend. Ja, wenn Sie das jetzt auch so spannend gefunden haben wie ich und sich da vielleicht auch so wenig vorstellen können darunter wie ich, jetzt noch ohne Bildern, dann schauen wir mal rein. Für mich, mein Highlight war auf jeden Fall das Leuchtstiftkleid von Beyoncé, weil das habe ich schon gesehen. Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 94. Mal die heiß begehrten Oscars verliehen. Dass die Trophäen in diesem Jahr wieder gebührend gefeiert werden konnten, nahmen viele Gäste zum Anlass, modisch besonders tief in die Trickkiste zu greifen. Bei der Verleihung im Dolby Theater zählten Mila Kunis, Lily James und Lupita Nyong'o zu den wohl bestgekleideten Promis. Sie waren der Hingucker des Abends. Nyong'o erschien in einem goldenen Kleid, zu dem goldenen Schimmer gesellten sich Hingucker in Rosa. Vergleichsweise schlicht, aber unglaublich elegant erschien Mila Kunis in einem rosafarbenen, schimmernden One-Shoulder-Dress. Für einen zarten Rotton entschied sich Filmstar Lily James. Die Britin achtete besonders auf Details, eine rosa Schleppe ergänzte ihr Kleid perfekt. Aber das waren nur drei von unzähligen Beispielen, die bei den Oscars für staunende Blicke sorgten. Ja, also staunende Blicke, so wie wir es gesehen haben. Ja, es war wieder wirklich schön, oder? Ja, schön. Teilweise auch nicht ganz so elegant, wie wir gesehen haben, mit Vogelnest auf dem Kopf. Ja. Ja, auch Billie Eilish war vielleicht nicht ganz im Dresscode. Ich meine, Dresscode, man darf ja tragen, was man möchte. Aber Billie Eilish kam in so einer riesigen Gucci-Robe in Schwarz zum Beispiel, also mit viel Tüll, war da auch unter den Worst Dressed, laut Daily Mail, also... Ja,
nicht alles war Gold. Gestern war ja auch der Tag. Billie Eilish hat übrigens auch mit ihrem Filmsong No Time to Die hier einen Oscar abgeräumt. Hans Zimmer seinen x-ten Oscar wieder mal für die Filmmusik, der auch Gladiator oder Flucht der Karibik zum Beispiel die Filmmusiken dafür gemacht hat. Gestern war auch das Comeback der großen Partys rund um die Oscars. Ja, absolut. Die legendäre Vanity Fair Party, Elton John's Party. Da waren natürlich wieder die Models en masse vertreten. Wir haben gesehen Heidi Klum, Elsa Hosk etc. Da war dann der Dresscode eher weniger ist mehr. Da gab es dann wieder einige Kleider, die eher an einen Bikini oder einen eher Strandurlaub erinnern.